Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir machen heute mal ein neues Szenario, das wir haben. Oh, das war schon mal viel zu optimistisch. Und zwar sind wir auf der Cliff Roads Map. Und wir müssen bergab fahren. Aber wir haben keine Bremsen. Das ist der Twist. Okay, wir sitzen hier ziemlich fest, aber das ist irgendwie eine unangenehme Situation. Mal rausschauen. Das geht ziemlich tief. Hart. Ja, wir haben keine Bremsen. Das ist der kleine Plot-Twist hier bei der ganzen Sache. Und das gibt es auch mit mehreren Fahrzeugen, also zu verschiedenen Varianten. Also ich gebe schon mal kein Gas mehr. Oh. Okay, wir werden schon mal ziemlich schnell. Oh mein Gott. Jetzt. Oh. Wie soll man hier runterkommen? Oh Gott. Nein. Es gibt's auch noch mit dem Peachen. Wo wir dann das Problem haben, dass wir noch umkippen können. Ah. Hey. Ich habe eine Idee. Wir haben keine Bremsen, wir haben nur noch einen Motor, mit dem wir bremsen können. So. Mal schauen, also wir können im Notfall versuchen, den einfach mal in Requestkern reinzuploppen. Was nicht gut ist. So. Motor aus. So, nicht die Kupplung zerstören. Ach, das ist so schlecht für den Wagen. Der Wagen kommt ja definitiv nicht heil runter. Ich will eigentlich die ganze Zeit nur Klatsch kicken. Nur halt eben komplett durchdrehen lassen. Damit wir nicht die Kupplung instant schrotten. Das wäre halt so schlecht für den Wagen, nicht? So, alles noch gut. Funktioniert. Das ist der Trick, Boys. So muss man es halt machen, weil sonst kämen wir nicht runter. So muss man es machen. Sehr, sehr. Okay. Aber das ist so. Das ist der Trick. Ja, manuelle Schaltung, Boys. Okay, wird's jetzt schnell. Okay, immer wieder Kupplung durchtreten. So, das klappt. Wir kriegen es hin. Hier will ich jetzt mal ein bisschen langsamer werden, bitte. Oh, wow. Da ging es ziemlich weit zur Seite. So, er sagte, etwa 2 Minuten dauert es zu finishen. Gleich ist unsere Kupplung weg. Also. Oh mein Gott, wir müssen so viel auf diesem Wagen gerade zerstören. Noch ein Riesenburner. So, erster Gang wieder rein. Auf geht's. Vorwärts können wir fahren. Ein bisschen Motorbremse nehmen. So. Ah, das klappte. Das klappte. Oh, war der arme Wagen. Aber es klappte. Das ist doch geil. Ein bisschen langsamer hier runter. Und wir bleiben stehen. Ha, geschafft. Wir haben es geschafft, okay, das finde ich cool. Wir machen mal Free Roam gehen, weil wir haben auch eine neue andere Mod. Ich dachte, wir machen jetzt nicht die Peach Variante, weil wir haben jetzt rausgefunden, wie es klappt. Jetzt ist kein. Es ist da nicht mehr wirklich nichts dabei. Wir haben 1370 TT Sport V8. Wie ihr seht, wir haben eine krassere Etika 1300. Und wir haben hier einen V8. Wir sehen unseren wunderbaren Turbo da drauf. Und wie hört sich denn an? Ich glaube, es war ein Diesel, oder? Was ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, 3.500 Euro erstmal ein Diesel. Da sieht man es ja schon. Passt leider nicht unter dem Motor, wie ihr seht. Deswegen haben wir keine. Und wenn wir den mal kurz fahren, dann machen wir gleich ein bisschen KI an und dann werden wir vielleicht ein paar Crashes machen. Ich habe übrigens gesehen, anscheinend kriegen wieder einige keine Benachrichtigung, weil die Videos sind plötzlich eingebrochen auf von 1424 Stunden auf 650. Also irgendwas hat YouTube wieder verkackt, wie immer. Nichts Neues, man kennt's. Oh, Kurve. Also man merkt auf jeden Fall schon mal gleich das Gewicht in der Front. Die Front ist ein bisschen. Man merkt, dass sie schwerer ist. Der Turn ist nicht ganz so gut. Au!
Oh. Oh, das ist gruselig, wenn plötzlich das Rad einen überholt. Beziehungsweise es einfach mal an einem vorbeifließt. Oh, das ist fein. Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, beim EcoBoost Mustang. Ich meine, der EcoBoost Mustang wird immer gerne gehatet. Ja, Mustang brauchen wir jetzt, gebe ich zu. Aber das ist trotzdem ein extrem guter Wagen, weil, also einerseits 350 PS ist immer noch ganz nett. Und dadurch, dass er eben mehr nur 14er vorne hat und kein V8, ist die Front um einiges. Tschüss. Okay, warum ist die Front um einiges leichter? Oh, guck dich das unten an. Wow. Und dadurch auch ein bisschen spielfreudiger die Front. Kriegt einen besseren Turn. Sollte sie theoretisch schon kriegen. Und es gibt ja jetzt auch das, wie heißt das jetzt beim, wie heißt es beim Mikroboost? Heißt es High Performance Package oder so? Also jedenfalls gibt ja das High Performance Package zunächst jetzt einfach mal. Als für den EcoBoost und damit sollte das Ding ordentlich fahren. Und sobald ich das Ganze hier wieder ein bisschen Start kriege mit dem Autogen, das muss es ja hoffentlich bald sein, also, wäre ich auf jeden Fall interessiert daran, früher oder später mal irgendwie High-Performance-Package EcoBoost gegen einen also vom Kosten her gleichen V8, was dann wahrscheinlich kein Performance-Package wäre, einfach mal gegeneinander anzutreten und gucken, was besser ist. So, aber ja, unser Turbo-Diesel hier. Also er geht auf jeden Fall schon gut ab, aber das zusätzliche Gewicht in der Front, das war dumm. Au. Uff. Das merkt man auf jeden Fall, das extra Gewicht. Aber stabil ist er. Stabil ist der Ethiker. Aber ist schon krass, wie gut die Mod ist. Die könnte eigentlich fast eine Basisvariante sein. Also, ne, nicht Mod. Du weißt, was ich meine. Spawnen wir mal ein paar Minuten hier. Gehen wir aber mal wieder auf was nehmen wir, auf was nehmen wir, auf was nehmen wir. Welchen Wagen? Ich will mal beim Etika 1300 bleiben, ich mag den. Aber dann nehmen wir die TT Sport Plus Variante wieder. So, bei die fühle ich einfach am besten. So, und dann AI, chase me. Okay. Wir werden absolut zerstört werden von denen. Weil wir wissen ja, wie gut die waren. Guckt, ihr seht jetzt. Tschüss. Okay. Also immerhin wurden wir nicht gerammt. Aber wir haben uns absolut geschrottet. Ich weiß nicht, wie weit er noch weiter fährt. So, einige Grand Marshals, die uns verfolgen. Oh, guckt euch das Heck an. Okay, einfach weiterfahren. Der Wagen fährt sich nicht mehr gut. Der SUV. Komm. Okay, dann fahren wir es halt in die Richtung. Der Grand Marshal wird da ab. Oh, das könnte unangenehm werden für die. Ja, das gab eine Kollision. Das war vorher hersehbar. Hoppala. Ich will hier mal kurz vorbei. Tschüss, du fliegst runter, okay. Kein Problem damit. The Gran. So. Ja, wie ihr seht, also ich weiß nicht, ob es schwer ist zu sehen. Vielleicht in einem Video. Aber auf ihn rauf. Aber ich merke es zumindest beim Fahren hier, dass die Twin Turbo V6, oder das Twin Turbo, auf jeden Fall die V6 Variante, oder Inline 6 wird das sein, das MBW. Die Inline 6 Variante auf jeden Fall um einiges besser sich fahren lässt, besser einlenkt. Weil der ETK hier nicht dafür gebaut ist, ein V8 zu handeln. So, hier vorbei. Fassen. Das wird ziemlich eng. Oh, dann da geht die Straße um eine Kurve. Gas, 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 Gas. Ah, wir hätten das fast schaffen können. Aufprall. Wir hätten es fast schaffen können. Und jetzt geht's noch weiter runter. Der kriegt fast Teile ab. Oh, geht's noch weiter runter? Na, er hilft uns fast hier. Ich will aber nochmal lang fahren. So, hier rum, 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 und Gas. So, schalten. Der ist da in den Busch geknallt. Okay, aufpassen, Rallye. Der perfekte Rallye-Wagen, wie man ihn kennt, ne? Hier unser wunderbarer ETK. So, hier durch. Und aufpassen, da geht es jetzt gleich rechts rum. Das hört sich schon mal nicht gut an. Absolut nicht hierfür gebaut. Oh Gott, Gas, 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 Gas. Okay, jetzt.
Schadensbegrenzung, 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 Schadensbegrenzung. Oh, so viel zur Schadensbegrenzung. Oh wow. Slow Motion sieht das Ganze auch ziemlich böse aus. Okay, aber auf jeden Fall sind wir damit am Ende der Folge angekommen. Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt ihn mir unten in die Kommentare rein. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.